den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der einzige Mensch, der ohne Diskussion bei Eintritt sofort den Islam angenommen hat. Derjenige, dessen Iman schwerer wiegt als der Iman der gesamten Ummah. Wenn man den Iman der gesamten Ummah auf eine Waageschale tut und den Iman von Abu Bakr. Wallahi, Abu Bakr, das war ein Mann. Vor der Familie und vor den Brüdern wie eine Katze, wie eine Jungfrau bescheiden. Vor dem Kuffar, vor dem Feind, konsequent, wie ein Löwe. Seine Ehre, sein Stolz bestand darin, indem er sich vor Allah niedergeworfen hat. Heute die Ehre und der Stolz der Muslime besteht darin, den Flipkick zu machen, Breakdance vor den Leuten. Das ist der Stolz der Muslime. Der Stolz der Muslime, der damals mit dem Glauben verbunden war, mit der Verinnerlichung des Korans verbunden war. Mit der Demut zu Allah subhanahu wa ta'ala verbunden war. Die Männlichkeit, Rijalun la tulhihim amwalum. Also Männer, denen weder ihr Besitz noch ihr Handel von Allah ablehnt. Vor dem Erwähnen an Allah, vor dem Gebet und von der Zakat. Heute die Muslime denken, wir sind Männer, wenn wir einen Mercedes fahren, wenn wir eine Lederjacke tragen, subhanallah. Wenn wir die Menschen auf der Straße hauen, wenn wir Clans bilden, Ghettos bilden. Das ist heute, das soll heute der Mann sein. Schäm dich, Achi. Wallahi, schäm dich. Schäm dich, wenn du draußen Prahlerei raus und rumläufst. Du weißt nicht, was Allah in deinem Buch sagt. Aber du folgst Farid Bey. Oder du folgst, ich weiß nicht wen. Ja, da lachen einige, weil ihr habt gedacht, wir leben hinterm Dschungel, ja? Manche Leute denken, wir leben wirklich hinterm Dschungel. Nein, Achi. Ja? Ja, möge Allah uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben.